Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie am 17. April 2019. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen, weil sie haben die indischen Astrologie übernommen und sie haben auch die chinesischen Astrologie übernommen. Und weil das eine andere Berechnung ist, ist auch ein anderes Ergebnis, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie, in westlichen Horoskopen. In diesem Bild erscheinen die Elemente, die vier Grundelemente. Feuerelement ist immer aktiv, ist immer in Bewegung. Das ist die Leidenschaft, die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Der Nachteil ist, wenn wir zu schnell, unüberlegt handeln oder Wut zeigen, wenn wir etwas verbrennen und was wir gar nicht wollen, was wir später auch bereuen. Die Erde-Element gibt uns Sicherheit, Stabilität, das ist Materie, steht in Verbindung zum Geld. Und das zeigt eine Struktur. Erde-Element ist eher passiv und zeigt auch Ausdauer und Geduld. Hier ist der Nachteil, wenn man versucht, immer alles festzuhalten. Die Luft-Element schenkt uns die Leichtigkeit, das ist auch in Bewegung, also die Energie richtet sich nach außen und steht auch für Gedanken, Ideen und Kommunikation. Nachteil ist, wenn wir etwas verspielen, weil sind wir leichtsinnig. Kann auch passieren. Die Wasserelement steht zu unseren Gefühlen. Und hier ist der Nachteil, wenn wir negative Gefühle haben, wie zum Beispiel Angst oder Zweifel und Schuldgefühl. Und hier brauchen wir die Skorpion-Energie, die Kundalini-Energie, verabschieden von negativen Gefühlen und übergehen auf die positiven Gefühle. Das ist ein ganz anderes System. Das hat mit dem einen, mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Die eine System ist die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Das hat eine Quelle und das ist die göttliche Quelle. Und diese Kraft ist schöpferisch, das ist eine schöpferische Energie. Und dann die anderen Systeme, und da müssen wir das trennen, die anderen Systeme gehören die negativen Gefühle, wie zum Beispiel Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid und Hass. Die allertiefste ist Neid und Hass und das ist zerstörerisch, kommt nicht von Gott. Und die anderen Gefühle wie Angst, Zweifel, Wut, das kennen wir alle. Es ist nicht zerstörerisch, aber blockiert. Außerdem, wenn wir in diesen Gefühlen uns einlassen wie Angst, öffnen wir sofort Pandoras Büchse und die trojanische Pferd kann jederzeit kommen. Deswegen ist das auch ein Schutz, wenn wir verabschieden von negativen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Angst. Und wie schaffen wir das? Weil das Gefühl ist da. Angst begleitet uns immer wieder in unserem Leben
Und wir können nicht so tun, wenn das nicht wäre. Das kann man nicht unter den Teppich kehren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das mit Humor nehmen und sagen, guten Morgen, liebe Angst, schön, dass du mich besucht hast. Aber weißt du was, ich kann ohne dich auch, tschüss. Und lachen darüber, lachen. Und die andere Methode ist, sofort umdenken und mit etwas beschäftigen, was Lebensfreude bringt und Begeisterung. Angst verschwindet sich von alleine. Und hier bei Wasserelement lernen wir diese Transformation, das, was die Skorpion-Energie uns vermittelt. Und das ist auch Pluto. Pluto herrscht über den Skorpion, die inneren Kraft. Und wenn wir in die Lage sind, von solchen Gefühlen verabschieden, dann können wir unserem Leben meistern, schöpferisch gestalten. Und das schenkt uns Erfolg und Lebensfreude und ein gutes Gefühl, weil wir sind mit dem göttlichen Energie in Verbindung. Und das ist Wasser, das ist Wasserelement. Und die heutige Bewegung, Sonne, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Hier im Feuerelement im Widder. Und Sonne zeigt hier die Monatsthema. Und das kann durch Widderenergie bedeuten ein Neuanfang, ein Neubeginn. Aber auch die Feuerelement betrachten, die Begeisterung, die Leidenschaft, die Herzenswärme. All das symbolisiert auch, und Sonne steht natürlich mit Feuerelement in Verbindung. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst unseren Gefühlen. Mond bewegt sich im Jungfrau. Die Botschaft ist, etwas in Ordnung zu bringen und ist auch Heilenergie. Sonne und Mond stehen heute in einer Verbindung. Und diese Verbindung löst heute uns etwas aus. Und das kann ich bildhaft so vermitteln. Stellt ihr vor euch ist ein Pendel. Und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt euch, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Was wäre die Antwort? Die Antwort wäre, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bewegt sich links, vielleicht bewegt sich nach rechts, vielleicht bewegt sich überhaupt nichts. Woher sollte ich das wissen? Ich habe keine Ahnung. Und das spüren wir heute. Genau das entspricht unseren Gefühlen. Wir stehen vor Entscheidungen und kommt diese Unsicherheit. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich die Entscheidung treffen. Ich weiß es nicht. Geht es in diese Richtung oder geht es in diese Richtung? Vielleicht bewegt sich überhaupt nichts. Diesem Gedanken, diesem Gefühlen haben wir, weil das löst auch Sonne und Mond, die beiden Lichter in uns. Mars bewegt sich im Stier. Mars bedeutet Kraft, etwas in Bewegung setzen. Und das ist das Geld, um die Finanzen kümmern. Weil Stier steht in Verbindung zum Geld. Aber Mars ist nicht nur die Kraft, sondern der Mann. Also die Männer symbolisiert das. Und die brauchen gerade Ruhe. Das ist die Stierenergie. Und sie wollen einfach mal nichts tun oder den Tag mal einfach so genießen. Natürlich ist es auch möglich, dass die Männer haben die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und setzen sich ein für Geld. Ganz klar. Aber sie brauchen die Ruhe momentan.
Merkur bewegt sich hier im Wasserelement in Tierkreiszeichen Fische. Venus auch. Venus ist der Planet der Liebe, aktiviert Liebesangelegenheiten und das ist weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und wir neigen gerade dazu, über Gefühle zu sprechen. Merkur ist der Planet der Kommunikation in Wasserelement. Natürlich ist diese Neigung da. Ob der Mann das hören will oder nicht, wenn das zu viel ist, dann zieht er sich zurück, weil er braucht seine Ruhe. Aber Merkur vermittelt noch etwas. Lernen. Was lernen wir hier in Tierkreiszeichen Fischen, gerade wir Frauen, oder bezüglich Thema Liebe, Partnerschaft? Dass hier zwei Fischen schwimmen in diesem Wasser. Und die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und Selbstmitleid und alle leiden mit. Und das genießt man manchmal sogar, bewegt sich nichts voran, das blockiert alles, weil Angst blockiert immer alles. Und wir neigen zu Traurigkeit. Es gibt Menschen, die sogar Depressionen bekommen. Das ist dann die Endstation. Stattdessen umkehren und sagen, ich gehe jetzt in andere Richtung. Und nehme ich die anderen Fische wahr. Und das ist ein Traum. Und ein Traum wird auch wahr, vorausgesetzt ist, dass es realistisch ist und wir glauben daran. Und wir vertrauen das auch. Und dazu empfehle ich immer wieder die Autobiografie lesen von Arnold Schwarzenegger. Weil er lebt seinen Traum und dieser Traum ist nichts Neues. Dieser Traum hat er immer gehabt und immer nach diesem Traum gelebt und er hat seine Träume verwirklicht. Genau das symbolisiert diese Energie, dass wir das nicht aufgeben, dass wir daran glauben und dann vertrauen und selbstverständlich dann aber loslassen und geschehen lassen. Das kommt von alleine in Fluss. Jupiter bringt Glück und vergrößert etwas. Es ist gerade rückläufig. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas zu vermehren, vergrößern. Gestern habe ich auch erwähnt, weil Jupiter neigt dazu, etwas vermehren, dass durch Jupiter-Einfluss ist es möglich, dass wir zunehmen. Und gerade bei dieser Rückläufigkeit ist genau andersrum, dass wir dann auch abnehmen. Und Schütze steht auch in Verbindung zum Sport, Bewegung, das natürlich unterstützt, gerade jetzt im Frühling. Also so etwas löst auch aus dieser Jupiter-Energie bei dieser rückläufigen Bewegung. Aber auch Gerechtigkeit, Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten. Venus habe ich schon beschrieben, hier in Tierkreiszeichen Fische. Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und Saturn hütet der Karma. Und hier haben wir auf jeden Fall karmische Themen, nicht nur durch diesen Saturn-Einfluss, sondern Ketu ist auch im Schütze. Ketu ist die absteigende Mondknoten. Und zeigt alten karmischen Themen. Das ist die Drachenkörper. Und diese Drache ist getrennt. Unsere Seele kennt Ketu, weil das ist Vergangenheit. Aber unsere Seele kennt Rahu nicht. Und das ist hier die aufsteigende Mondknoten. Das kennt unserem Seele ist auf die Suche und dieser Mondknoten bewegt sich auch
obwohl das ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Und diese Bewegung löst etwas aus. Und Ketu bleibt ganzes Jahr im Schütze, nächstes Jahr auch noch. Und Rahu bleibt in den Zwillingen dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen bei vielen Menschen, gerade Neuanfang. Neptun hat eine Verbindung zum Tierkreiszeichen Fischen und zeigt, wie wichtig es ist, unsere Träume zu verwirklichen. Aber Neptun bewegt sich jetzt nicht in Fischen, sondern Neptun bewegt sich in Wassermann nach dieser tibetischen oder indischen Astrologie. Und das ist die Kreativität und die tollen Ideen, gerade was durch die Wassermann-Energie aktiviert wird. Und Pluto zeigt die innere Kraft, die Transformation, gerade hier im Wasserelement, was ich erwähnt habe. Pluto herrscht auch über die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist dieser Erneuerungsprozess. Raus aus negativen Gefühlen, raus, raus, übergehen auf die positiven Gefühle. Und welche Verbindung gibt es noch? Sonne-Mond habe ich erwähnt, was das auslöst. Sonne steht zum Venus in Verbindung und kommt von Sonnenkraft eine gewisse Unterstützung in die Liebe, Partnerschaft. Das heißt mehr Herzenswärme oder mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Und Venus, Mond steht gegenüber und es ist wie ein Spiegel und das bedeutet für uns Frauen, hier wird heute etwas gespiegelt. Wir sollen auf unseren Gefühlen achten. Raus aus Schuldgefühl, raus aus Verlustangst. Es schadet in die Liebe, Partnerschaft, auch weil das blockiert. Außerdem hat eine Auswirkung sogar auf die Finanzen. Schuldgefühl löst Schulden aus, Verlustangst löst auch so etwas aus, dass das Geld verloren geht. Raus aus diesen Gefühlen. Das spiegelt die Mondkraft, die Mondenergie. Außerdem die beiden sind weibliche Energie. Mond ist auch weiblich und symbolisiert auch Mütterlichkeit. Und Venus ist natürlich auch weiblich und symbolisiert die Weiblichkeit in uns, auch die Liebe. Und hier ist wie die Waageschale. Wenn die beiden gegenüber sind, das ist wie eine feine Apothekenschale und es muss im Gleichgewicht sein. Und das zeigt die weibliche Energie im Gleichgewicht halten, die inneren Gleichgewicht, das spricht uns Frauen und auch die Mütterlichkeit oder diese Liebesenergie auch, brauchen wir diese Mischung im goldenen Mitte bleiben. Also die Männer brauchen keinen Mutterersatz. Wir müssen die Männer nicht immer bemuttern, sondern ein bisschen ja, weil das genießen sie ja, aber auch die weibliche Energie, die Venus-Energie, das ist so eine Art Mischung, soll das darstellen und das sollen wir ausgleichen, ausbalancieren. Jetzt zum tibetischen Astrologie, was dieses Bild symbolisiert. Es ist so aussagekräftig, diese Symbole, obwohl das Bild ist nicht unbedingt schön gezeichnet, nach meiner Meinung nach, entspricht nicht so ganz meinem Geschmack, aber kann man vieles, vieles erkennen. Die Energie ist nach außen gerichtet. Heute werden Gewohnheiten auflösen und wir suchen neue Wege. Und wir sollen auch eigenen Wege gehen. Dann ist es auch wichtig, die Zahl 9, beide ist die Zahl 9 hier, symbolisiert, dass wir in unseren eigenen Grenzen stoßen. Wir fühlen uns in die Enge und wir sollen diese Enge, diesen Raum verlassen. In eine neue Richtung uns orientieren und da die Energie lenken. Dann verlassen wir diese Einschränkungen
und können endlich aufatmen. Und hier, die Farben oben haben auch Bedeutung, und das heißt, aktiv zu sein, Gespräche führen, klärenden Gesprächen führen. Und das, was unseren Inneren betrifft, im heutigen Tag, die Farben erzählen etwas. Dieses blaue Kleid zeigt die Wasserelemente, wie wichtig das ist, auf unseren Gefühlen achten. Dann hier dieser Baum, ein Zweig von diesem Baum, zeigt Sicherheit, Stabilität, verwurzelt zu sein. Das sind Grundbedürfnisse und das, was wir auch fühlen, und auch eine gewisse Wachstum und Aktivitäten in diese Richtung. Heute sind wir wachsam, haben tolle Ideen. Es ist ein guter Tag für Kunst, Kreativität und etwas durchführen, Entscheidungen treffen, eine Richtung bestimmen. In geschäftlichen Dingen ist die Energie heute nicht so gut, weil wir müssen verhandeln, Kompromisse schließen. Es ist auch ein bisschen hektisch. Dann kann auch bedeuten heute, dass eine kleine Reparatur kommt im Haus und wir sollen heute auf unsere Sicherheit achten. Die heutige Energie steht im Einklang mit Jahrgängen von 1932 und 1992. Das ist die Energie für diese Jahrgänge. Und was erzählen diese Zahlen für den Jahrgang 1932? Ist die Glückszahl die 2 und bedeutet auch Gesprächen, Kommunikation oder Verträgen schließen. Die Hauptthema ist die 5 in die Mitte im Holzelement und das bedeutet etwas abschließen und etwas Neues beginnen, was Wachstum und Gewinn bringt. Obwohl heute der Tag ist nicht gut für geschäftliche Dinge, aber das mal planen. Und die Schicksalszahl ist 8 und das bedeutet, die Höhen und Tiefen werden aufgelöst, weil das wird jetzt geklärt. Und der Jahrgang 1992, Glückszahl ist die 5. Und wie das jetzt wir umsetzen können im heutigen Tag, aber gilt in erster Linie für diejenigen, die 1992 geboren sind, weil das ist ihre Zahl, das etwas beenden, zum Ende bringen und planen, ein Neuanfang, ein Neubeginn und dann kommt auch ein langsames Wachstum. Die Hauptzahl ist die Zahl 8. Das kann natürlich auch bedeuten, dass das etwas im Fluss kommt, aber vorher diese Höhen und Tiefen und diese Unsicherheit verlassen. Und das wird jetzt geklärt und die Schicksalszahl ist die 2 und das bedeutet Partnerschaft oder Verträge ist auch möglich. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet.
Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.